Was ist ein Minion ohne seinen Superschurken, dem er dienen kann? Gar nichts. Und deswegen machen sich die gelben Drops-Figuren in ihrem eigenen Film auch auf die Suche nach einem neuen Master bzw. einer Mistress, nämlich der Superschurkin Scarlet Overkill. Was uns die Chance gibt, nochmal zu überlegen, welche eindrucksvollen Schurken es denn sonst noch so im Universum der computeranimierten Filme gibt. Deswegen jetzt viel Spaß mit der Top 7 der Superschurken. Er war der erste große Bösewicht von Pixar. Sid Philip, das fiese Balk mit dem Totenkopfshirt, das mit seinen Spielzeugen gar grausige, sadistische Dinge anstellte. Aber er ist auch irgendwie ein Teil von uns, denn wer hat nicht mal aus Spaß Spielzeugautos angezündet oder kreative Plüschis gebastelt? Sid eröffnet unseren Reigen und landet mit Toy Story 1 auf Platz Nummer 7. Er versucht alles in ewige Dunkelheit zu stürzen und lässt die Kinder der Welt ihre mythischen Figuren wie den Weihnachtsmann, den Osterhasen oder den Sandmann vergessen. Pitch Black mit der sardonischen Stimme von Jude Law kämpft als König der Albträume gegen die Guardians, die Hüter des Lichts, und schafft es mit dieser Performance auf den 6. Platz. Von wegen, Papageien sind immer süß und witzig. Dieser gefiederte Fiesling beweist uns, wie berechnend und creepy die Viecher auch sein können. Denn Nigel ist der Gegenspieler des Nerdbirds Blue und seiner Freundin Jewel. Mit Shakespeare'scher Sprachgewandtheit und gewaltiger Intelligenz überzeugt Nigel als fiesester Kakadu ever und landet in Rio 1 und 2 auf Platz Nummer 5. Er ist das Paradebeispiel für Schurken, die nur entstehen, weil sich Superhelden zu blöd benehmen. Was nach ihm Spider-Man durch Elektro lernen musste, lernen die Unglaublichen durch Syndrome, der eigentlich nur ein weinerlicher Nerd ist, es aber trotzdem fast schafft, die Supersippe auszurotten. Dafür gibt es den Platz Nummer 4. Allein Will Ferrells Stimme original ist großartig, und auch wenn er als Titelheld Megamind näher an Gru als an einem wirklichen Superschurken ist, darf er in dieser Topliste natürlich nicht fehlen. Denn dieser Dreamworks-Streifen erzählt eine smarte Story, die nicht nur Superheldenfilme parodiert, sondern ihn auch gleichzeitig huldigt und damit deutlich über dem Dreamworks-Schnitt von Madagaskar oder Kung Fu Panda liegt. Deswegen heben wir Megamind auf den 3. Platz. Sie singt, sie swingt, sie hat Style und ist so zuckersüß, dass Kleinkinder sich Sorgen um ihre Milchzähne machen müssen. Die gute Fee, die Fairy Godmother mit der wunderbaren Stimme von Jennifer Saunders, blieb nicht nur wegen ihrer Version von Hero in Erinnerung, sondern demontierte gekonnt und witzig klassische Märchenklischees, lange bevor Disney das in Maleficent selbst übernahm. Das reicht locker für den Platz Nummer 2. Und auch dieser dicke Teddy ist ein Schurke mit doppeltem Boden. Denn so knuffig, herzlich und großväterlich Lotso, der Lotso Huggenbär unsere Toy Story-Truppe in Teil 3 auch im Kindergarten empfängt, so diabolisch, psychopathisch ist er im Inneren und schreckt vor wirklich gar nicht zurück. Der Kuschelkiller mit Erdbeerduft verschafft uns sogar ein Wiedersehen mit Sid aus Teil 1 und schließt damit den Kreis dieser Topliste. Platz Nummer 1 für Pixars Lotso.